Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Adi Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir spielen Classic Modus und ja, ihr könnt schon erkennen am okay an der Musik und am Titel. Also ja, wir sind jetzt wo die Überraschung ruiniert und ja, Diddy Kong. Weil warum nicht? Das wird ein Spaß. Ich weiß noch nicht, wenn ich danach spielen soll, aber mal schauen. Ich werde definitiv nicht mit dem Ticket starten, weil ich nicht gut abschließen werde mit Diddy. Mit Kumpels kommt man weit. Ja, Diddy Kong, ein Charakter, den ich nicht so gut spielen kann, was bedeutet, wir werden wahrscheinlich voll gut abschneiden in mit ihm, ne? So läuft das hier normalerweise. Oh Gott. Niesen. Vor allem, Entschuldigung. Beim Diddy Kong hat voll die beschissenen Angriffe. Er kann den hier, wo er auch treten kann, dann kann er diesen Angriff einsetzen. Ich habe voll schwer irgendwie zu retten ist. Dann, mein Gott, Mario kriegt gerade voll auf die Fresse. Tschüss. Dann kann er der Banane oder zwei hinlegen. Ne? Ich dachte, er kann jetzt zwei hinlegen. Ich dachte, er wurde doch irgendwie hinzugefügt. Ja. Tschüss. Ich will einfach mit dem hinter springen. Ich glaube, da ist der letzte Charakter, mit dem ich nicht so gut steuern kann, der noch übrig ist. Klassischen Modus. Aber wir haben es ja beinahe geschafft. Nur noch 5 oder 6 Parts. Klassischen Modus. Und dann haben wir alle Charaktere. Und dann machen wir alles noch mal mit All-Star-Modus. Nein. Da kann eine blöde Erdnuss schießen, ey. Ich mir selber Schaden mache, wenn ich weiß gar nicht, ob ich mir sehr Schaden mache. Geil. Bin weg von meiner Ollen. Tschüss. Ja, schon wieder. Da will ich vielleicht nicht in die Knarre. Dreck. Boom. Tschüss. Wer den gesehen habe ich, war ein No-Scope mit der Nintendo Scope. Das geht. Okay. Ich will wissen, wie viel diese blöde Atmos abzieht. 5. Hat da was damit zu tun, wie oft ich da drücke, ne? Tschüss. Was? Er hat gar nicht versucht, sich zu retten. Er hat gedacht, ne. Gegen die Olle und einen blöden Affen möchte ich nicht kämpfen. Gut. Ja. Nein, da wollte ich jetzt nicht. Was das? Ich habe jetzt einen Raketenkonto mit einem Raketengurt. Nicht geil. Ja, geil. Hey, hier, was ist das? Der ist ausgewichen, dieser. Die Ultimate von Diddy Kong ist aber jetzt richtig gut, also wow, kacke. Hör ich dann an. Bin durch die Wand gedüst und auf ihn los. Oder durch den Boden. Ja, voll broken. Okay. Boah, bringt da gar nichts. Aber wenn ich gar nichts drücke, dann macht er ein bisschen Schaden noch vorher, ne? Ich glaube, die befreien sich dann daraus.
Toll, nicht in die Richtung. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nie, wohin diese Dinger hier fliegen immer. Von diesem Rettungsmuff. Ich hasse ihn so sehr, ey. Ich komme mit Diddy Kong gar nicht klar. Hier fliegt jetzt gerade einer raus. Ich einfach raus, ey. Jetzt hinter mich bringen. Tschüss. Sehr, man am Leben. Ich lasse diesen Rettungsmove von ihnen. Ich weiß nie, wie lange man dann aufladen kann und so. Und ich schaffe irgendwie nie, mich damit zu retten. Voll kacke. Ich treffe mit dieser blöden Atmos gar nichts. Ey. Oh. Oh, komm her, flieg weg, okay. Kommt denn immer rein? Gut, ich muss schon sagen, Donkey Kong, hau den raus. Ist ja der mit dem Muskel, ich bin halt Gehirn, glaube ich. Natürlich bin ich noch 8,3, warum nicht? Ah, Dreck. Alter. Ich glaube, ich brauche mich da alles einsammeln. Ah, ich habe vergessen, das Ding zu aktivieren. Tschüss. Will ich damit mit einem Raketenkurs rauskommen? Gut. Kumpels, kommt mal weiter. Okay, solange ich jemanden habe, der mir hilft, wird halt nicht so schwierig sein. So ein Donkey Kong, der fliegt nicht so schnell raus, hoffentlich. Ja. Pass auf, der dreht durch. War gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den retten kann, ne? Hilfe. Nein. Warum? Das darf wieder nicht wahr sein, ey. Ich schaffe das hier beim ersten Versuch mit denen. Ah! Wieso würdest du jetzt getroffen? Schon schnell kaputt. Boah, danke. So, ich wollte schon sagen. Boom. Kung Fu Affe. Dumm. Ja, natürlich habe ich jetzt wieder mit voll hohem Punktzahl geschafft. Ja, natürlich. Das darf einfach nicht wahr sein. Und natürlich kein Ticket jetzt eingesetzt. Was ein Spiel doch extra, ja. Mit beschissenen Charakteren komme ich voll weit. Mit denen, denen ich eigentlich recht gut bin,
Bin ich voll grottig. So typisch. Was soll's? Was soll ich auf Diddy Kong erstmal hier hinter mir? Ich glaube, der einzige schlechte Charakter, der noch übrig ist, ist Fuego. Ja, das wird komisch, obwohl irgendwie kommen als Gegner ihr scheint relativ stark zu sein, als computergesteuerter. Irgendwie nie irgendwie diesen seitwärts Smash hier, seitwärts Special hier vermasselt, wo man ja irgendwie richtig timen muss, glaube ich. Keine Ahnung. Oder in die Seilen hier so reinwirft, da muss man, glaube ich, je nachdem wie man drückt, ob man zu früh, zu spät oder Punkt genau drückt, macht man irgendwie mehr Schaden oder so. Also ja, der Computer erschafft das natürlich immer perfekt. Der Anfang dieses Lied hört sich ein bisschen an wie Sonic. So His World. Din, 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 din. Ist da, was ich meine? Steht ihr, was ich meine? Oh. Boah, 12 Minuten war schon wieder. War voll kurz wieder. Natürlich war voll kurz. Ich hoffe, ja, ich bin einmal verreckt. Boah, wenn ich jetzt dieses eine Mal nicht verreckt, ne? Wenn ich dann dieses eine Mal nicht runtergefallen, dann hätten wir wahrscheinlich 9.9 geholt. Mit Diddy Kong. Hey. Wenn schon voll retarded, dann hätten sie schon ganz durchgehen können. Boah, ich denke mal, da steht Logan Paul. Paul Log steht da. Hinter Logan Paul, von denen hört man ja wohl jetzt nicht mehr so, aber mit dem Todeswald, wo er Leiche da gefunden hat, wird natürlich aufnehmen wollte. Ja, wurde ja überall gehört. So, was kriegen wir denn? X. 3 Sterne. Ravioli. Master Bech. Ich sollte eigentlich nicht mehr so viele neue Orden-Ticket bekommen, weil ich sehr viel Geistertafel gemacht habe. Also sehr, sehr viel. Ich habe jetzt irgendwann mit 1000 Geister. Also mir fehlen nicht mehr viele. Ich habe, glaube ich, alle Profi und alle Junior Geister mittlerweile. So, wir machen weiter mit Rob. Den hier. Wir haben das volle Gesicht da. So, wir spielen einfach mal mit dem Ticket. Mal, warum denn nicht? Rob kann ich definitiv besser steuern als Diddy Kong. Also ich da verstehe, Rob war irgendwie so ein Roboter, den man sich kaufen konnte mit ein paar Spielen, und ja, der hat irgendwie die Spiele automatisch gespielt, ne? So war halt irgendwie. Und ja, wollte schon sagen, wenn ich jetzt rausfliege, deswegen, ne? Ja, den konnte man irgendwie so Nintendo Controller, so einen alten NES-Controller in die Hand geben, wenn man gespielt hat, und der hat dann automatisch gespielt. Und nur einige bestimmte Spiele, glaube ich, ne? Ja, damals hat Nintendo auch schon experimentiert, ne? Ich weiß jetzt nicht, wann mein Laser voll aufgeladen ist, ne? Ich nehme an, mit so einem Glänzen ist schon der Kopf. Was ist das? Nein! Wenn er jetzt rausgeflogen wäre, ne? Aber kein Schaden, merke ich gerade. Ich habe keinen Schaden. Du Pisser, jetzt habe ich Schaden. Jetzt nicht mehr.
Jawohl, gut gemacht. Oder beim Titel reinschreiben Wally oder ja Wally, ne? Oder Nummer 5. Nummer 5 lebt. Hinter dem Film. Wir sind schon draußen. Okay, dieser Seitwärtsangriff. Der haut die sehr schnell weg, glaube ich. Ja. Ach man. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich dachte, ich flieg raus. Ich sehe, boah, ich. Vor allem, ich wollte gar nicht das Ding da aufnehmen. Ich wollte die Pistole aufnehmen, die am Boden lag. Dann sehe ich auf einmal, wie ich einen Kilometer weit wegfliege. Und ich dachte, ich fliege schon wieder raus. Boxbuff. Boah. Also eigentlich perfekt für diese Level. Oh, der haut mich hier raus, pass auf. Oh, ich wusste es. Hab so weit von gewusst, du blöder Pisser. Da wo ich mir ein Ticket ein. Ich dachte, vielleicht tut das noch abklingen in der Zeit, in der er wieder reinkommt. Aber nein, natürlich geht jetzt wieder irgendwas schief. Und die machen auch in den unteren. Was ist das? Was war das? Haben eine Glocke gehört. Jetzt sind wir schon außerhalb des Boxrings. Na gut, was ist das? Oh, super. Schon wieder. Was ist das? Ich jagte in die Luft, pass auf. Boah, ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt schon wieder ausfliege, ne? Oh. Geht raus. Das gibt's doch jetzt einfach nicht, ey. Ich kann auch mal schießen, hier. Die fliegen einfach nicht raus. Alter, flieg doch mal raus. Tschüss. Muss jetzt nicht mehr genau, was seine Dings war. Ist glaube ich anders. In alten Spielen sei man nur durch, boah, sind nur durchgedreht und einfach nur unkontrollierbar geschossen, ne? Das kann nur eingeben. Kann ich auch. Oh, bin eingesteckt. Mich rein. Boah, lass mich. Ich will meinen Laser schießen. Oh, ehrlich. Will raus, mein Gott. Ja, weil ich war so. Wie Schaden kriege ich damit, Rob? ROB 8.1, komm. Lass mich hier nicht verrecken. Jetzt sehr gut. Ich eigentlich Punkte, wenn ich das Ding kaputt mache. Ist nicht drauf geachtet. Und schauen. Und seine ganzen Luftangriffe, wie der hier zum Beispiel, sind voll überpowert. Da, oh, ehrlich. Also ich dachte, der wäre hier noch dick genug, wenn ich den treffen würde, aber nein. Hey.
Rob, du enttäuscht mich. Warum kannst du nicht so sein wie Wally? Der ist wenigstens putzig. Oder die. Oder das, keine Ahnung. Gut, wir kämpfen gegen Lattviech. Nehme ich. Ach, das war ja voll aufgeladen. Eigentlich den ja machen, ne? Boom. Ja, voll viel Schaden. Auch wieder so ein Rettungsruf, von dem ich nicht genau weiß, wie er funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das mehrmals drücken muss oder so. Das macht ja gar nichts am Schaden. Gott, wie ist eigentlich so einfach, ne? Warum bekomme ich so viel Schaden? Bin ich mir nur ein? Guck mal, Drop irgendwie voll schnell Schaden. Ja, ich habe gewonnen. Siegestanz. Er tanzt den Roboter, versteht ihr es? Weil er ein Roboter ist. Ich bin ein Roboter. 9. Gut gemacht. Natürlich 9. Oh, die haben ein Ticket benutzt, also. Gut. Ich bin jetzt gelohnt. Und es steht gar nicht, wie das Lied heißt, irgendwo. Wenn die abgespielt wird. Das Robs ist das Robs Thema. Ich weiß es nicht. Interessiert mich nicht so für Rob, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wissen, ob ich noch 9 Charaktere übrig bleiben. Ne? Also vor 100 Parts werden wir auf jeden Fall noch Klatschmus abgeschlossen haben. Dann machen wir noch ein bisschen Abenteuermodus. Ja, das auch. Aber machen wir noch ein bisschen All-Star-Modus. Vielleicht versuchen wir noch alle möglichen Geister zu holen. Mir fehlen nur noch 200. Also ich habe sehr viel Geistertafel gespielt. So gut wie, ich glaube, ich habe jeden Junior- und Profi-Geist, den man da holen kann, geholt. Weil bei mir sind alle haben irgendwie einen Haken da. Also keine Ahnung, ich glaube, mehr kann ich dann immer holen. Nur noch Ast- und Legenden-Geister sind da übrig, die neu sind. Von da habe ich auch einige Ass-Geister bekämpft und ja, Legenden würde ich sagen, machen wir während den Aufnahmen, ne? Mal schauen. Aber gleich haben wir noch ein bisschen Zeit, können wir ja noch ein bisschen machen, ne? Ich sehe ja dieser eine Legendengeist, den ich brauchen könnte dabei. Aber mal einen Moment weg, ne? Au. Genau, ruhig mal ein paar 4-Sterne-Geister ja bekommen vom klassischen Moos kommen. Könnte ja mal machen. Kann man ja mal machen, ne? Fällt gerade ein, wir finden ja nur noch 2 Meilensteine für Geistertafel. Ich glaube 10 Legenden Gegner besiegen, von denen wir glaube ich noch gar keinen besiegt haben. Und 10 Kampf-Items einsetzen, welche ja. Ich so ungefähr gleichzeitig bekommen ist, weil ich, wenn ich gegen Legenden Gegner kämpfe, dann setze ich auf jeden Fall Items ein. Sonst kriege ich wahrscheinlich derbe auf die Fresse. Nintendo. Glückwunsch. Oh nee. Versuche mich zu verschleppen. Meine Technologie zu benutzen. Knuckle Joe, Shadow Man, ja, alles nicht mehr neu. Coco Loco, ja, ich kriege keine neuen mehr außer die 3 Sterne. Ich glaube, man kriegt bevorzugt neue, ne? Ich drück doch B. Mann,
So, dann gucken wir mal hier bei Geistertafel. So, Ass, ich suche Legenden. Komm, Tafeltausch, tausch alle Geister neu ein. Knochenbowser zum Beispiel. Der Boden verursacht schweren Schaden. Kampfverlauf, Feuertampf für Gegner, erhöht Abwehr für Gegner. Da muss ich mir extra was herstellen. Anti-Feuerboden. Und ich setze ein Item natürlich ein. Konstant Schaden zu. Lass den Gegner mit 50% Anfangsschaden antreten. Machen wir das hier. Und ja, ich steuere den Mii-Kämpfer gerade. Ja, was soll's. Gucken, wie er abläuft. Ich müsste ja eigentlich nur Konter einsetzen, ne? Ja, so habe ich jetzt ausgerüstet. Ich dachte, du tust Feuerschaden, Feuerdings machen. Ich merke gerade, ich heile mich nicht mehr automatisch hoch. Stimmt. Was? Du machst die ganze Zeit Grabs, ehrlich? Boah, ehrlich, der macht die ganze Zeit nur Grabs. Willst du mich verarschen? Boah, ich dachte, jetzt saut sich selber aus. Ah, da wird's ja nichts. Vor allem der grabt mich die ganze Zeit. Geil. Ja, geil. Was ist dann für ein Kackkampf gewesen? Ach. Tafeltausch. Jemand anderen. Natürlich kriege ich hier wieder nichts, was ich will. Mal ehrlich. So, er hier. Wer ist er? Austausch mehr. Oh nein, gegen das Viech müssen wir kämpfen, ne? Austausch. Was hat für eine Musik? Was soll ich heimlich? Kampf-Item. Boah. Da läuft ja richtig geil, ja. Das ist auch wieder einer dieser Gegner, gegen die ich echt keinen Bock habe. Wow. Alter. Oh mein Gott. Der war orange. So, diesmal. Da. Keine Ahnung, was wir hier nehmen. So mal das. So, versuchen mal. Oh, die Legenden, die sind ja natürlich wieder voll übermäßig. So, ich kann jetzt eigentlich die ganze Zeit wegrennen, ne? Und warten, bis der auf 0 KP geht. Boah. Und ich heile mich natürlich nicht hoch, weil ich das. Warum mache ich keinen Schaden mehr gegen den? Oh. Das für ein Kack. Ich habe mich einmal geheilt, genau. Ich sehe irgendwie nicht konstant Schaden, also was soll das? Wieder kommt noch einer. Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Scheiß? Boah, komm, einen versuchen wir noch. Wenn mal einer auftauchen würde. Ja, Baby Bowser. Einen werde ich aber noch schaffen, ey. Boah, schon wieder.
Ausdauer Smash, dann nehmen wir mal jemanden, der auch auf Dauer Schaden machen kann. Zum Beispiel Fox. Kann ja die ganze Zeit ballern. Jetzt kommen. Oh, zwei Gegner sehe ich gerade. Wieso kam ich ja nicht vorbei? Na komm, jawohl, bleib da. Bleib weg von mir. Okay, der hat keine super Rüstung anscheinend. Kommt noch, ne? Nein, ah. Boah, geht doch kaputt. So, jetzt kommt der. Ja, super, geil. Gut, jetzt den kann ich einfacher treffen, weil er so riesig ist. Und er kommt nicht klar mit, was ich gerade mache. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Komm. Nein, jetzt nicht echt. Nein, das ist doch jetzt nicht wahr, Mann. Oh. Boah, jetzt echt. Ne. Boah, Junge. Ja, ich hätte. Ja. Alter. So, beide werden damit Anfang Schaden antreten, ne? Gibt's da einfach nicht, ey. So, du bleibst weg von mir. Ich muss hier so viel Schaden wie möglich machen erstmal. Hör auf zu springen, Mann. Und dieser Pisser, der springt jetzt die ganze Zeit nur. Hey. So, komm. Da wäre ja gelacht. So, mach mir nicht so viel Schaden, Kollege. So, ich heile mich einmal hoch. Also, oh, verarsch mich nicht. So, dann gleich meine Ultra Smash. Jawohl, komm. Schaffe ich. Wer doch gelacht. Vorher hat er fast gar keinen Schaden gemacht. Boom. Oh Gott. Oder wird nervig hier mit denen. Ja, und ob ich die jetzt kriege, das ist ja auch so eine Sache. Ich setze hier alles ein, mal. Boom. So. Ja, noch nicht mal ein Effekt. Gut. Aber wir haben einen geschafft, ne? Alles klar. ja. Fire Emblem Fest. Irgendwie war kein Fire Emblem Charakter da, glaube ich. Mal gucken wir noch mal in der Truhe nach. Und hey, da müsste, glaube ich, der letzte Kämpfergeist sein, der mir noch fehlt. Guck mal, Trainerin. Nein, oh. Habe ich so eine Schwierigkeiten hier irgendwie
guter Geist ist er. Boah, ich vergesse halt immer wieder. Und ja, boom, ich habe 100 von 100, cool, aber noch nicht irgendwie nicht. Ich habe nur die Smash-Version von denen und nicht die, keine Ahnung. Gibt da einmal Smash Art und einmal Original Art hier. Und ja, ich habe ja, das sind alles die neuen, wie viele Charaktere ich hier geholt habe, wie viele Geister auf Screen. Oh. So da Popinski. Und ja, die habe ich alle per Geistertab freigeschaltet. Das sind alles Profi oder Junior Dinger, nehme ich an. Alter. Und ja, fehlen nicht mehr viele. 290, glaube ich gerade. Gut, jedenfalls in der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Abenteuermodus und dann gucken wir mal, wo wir noch überall hingehen können. Da ist ja nicht mehr so viel übrig und ja, ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss, bis zum nächsten Fall.